darf euch heute herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von unserem Shooting-Tutorial mit zwei wunderschönen Cosplayern. Ja, ich habe hier Kai und Loxi, sie stellen sich mal selber vor mit Cosplay. Ja. Hallo, ich bin die Kai und wir cosplayen heute aus Are You Alice, dem Manga. Und ich bin Herzkönigin, wobei ich bin ein Mann, also eher der Herzkönigin. Und ich bin der Herzbube, ihr Diener. Okay. Ja, heute beschäftigen wir uns mit Available Light. Wie kann man das Licht so nutzen, dass man möglichst gute Fotos macht? Zum Glück ist heute kein strahlender Sonnenschein. Es sind genug Wolken da, da ist einfach der Vorteil, das Licht ist ein bisschen diffus. Dadurch hat man keine harten Schatten und ja, die Fotos werden einfach besser. Ja. Wir stehen hier unter ein paar Bäumen. Zum Glück sieht man nicht wirklich Schatten und wir können gute Fotos machen. Okay, fangen wir mal an. Ja, es ist einfach wichtig, dass man möglichst viele verschiedene Posen ausprobiert und einfach auch selber als Fotograf mal ein bisschen näher geht, ein bisschen weiter weg. Einfach auch, damit man ja, verschiedene Posen hat, verschiedene, ja. Ich mache einfach jetzt mal ein paar Fotos. Und wie auch schon vom letzten Mal, ist es auch immer wichtig, dass man ein bisschen in die Knie geht, einfach auch, dass man auf dieselbe Höhe ist. So, jetzt gehe ich noch ein paar Schritte zurück. Genau. So, ja, Rücken, mehr oder weniger. Genau so, super. Und einfach auch versuchen, immer verschiedene Ausschnitte. Einfach mal, manchmal wirklich den ganzen Körper oder nur Oberkörper, nur Köpfe. Ja. Und hier haben wir jetzt einfach wirklich den großen Vorteil, man muss nicht wirklich aufs Licht achten, weil einfach überall diffuses Licht ist. Genauso auch, wenn man jetzt einen strahlend schönen Tag hat, gibt es auch die blaue Stunde. Das ist so quasi kurz nach dem Sonnenuntergang. Da hat man auch das beste Licht. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sonne. In diesem Fall kann man jetzt einen Reflektor verwenden, einfach zum Beispiel, um das Gesicht aufzuhellen. Und die Kai assistiert mir jetzt. Also wie man sieht, jetzt kannst du kurz aufs Gesicht... Okay, wie man hier jetzt sieht, kann man einfach das Gesicht ein bisschen aufhellen. Dann ist es nicht mehr so dunkel. Hier ist jetzt ein Goldfilter, bitte so halten, genau. Super. So. Ja, und einfach der Vorteil ist, wenn man hier jetzt einen Goldfilter hat, ist es sehr warmes Licht und es wirkt einfach warm. Der Reflektor hat mehrere Seiten. Hier haben wir jetzt mal die silberne Seite, da wirkt das Licht dann eher kalt. Je nachdem, was man für einen Effekt. Die goldene Seite kennen wir schon. Dann gibt es hier noch so ein Element, mit dem kann man entweder diffuses Licht erzeugen, auch mit Blitz. Der Vorteil ist auch von so einem Reflektor, den kann man sehr platzsparend zusammenfalten. Einfach drehen, zusammengeben, zack, ist nochmal so klein. So einfach ist es. Okay, wir haben jetzt mal die Location ein bisschen gewechselt, sind zu einem anderen Baum gegangen. Hier sieht man relativ gut, wie das Licht einfach durch die Blätter schön durchfällt und man hat einfach ein wunderschönes Licht. Ja, als nächstes werde ich ein bisschen erklären, wenn man jetzt eine Spiegelreflexkamera hat, was sind hier die unterschiedlichen Brennweiten? Ganz einfach gesagt, Brennweite heißt, wie stark man zoomt. Also ich habe jetzt hier ein Zoom-Objektiv oben. Das geht jetzt von 24 bis 105. Bei 24 ist sehr weitwinkel. Ich mache jetzt einfach mal ein Foto von den zwei mit 24 mm. Wieder ein bisschen in die Knie gehen. Und bei einem Weitwinkel hat man einfach viel von der Umgebung und es wirkt alles sehr plastisch, sehr räumlich. Ja. Jetzt mache ich genau das gleiche Foto, nur Zoom rein.
Hier in dem Fall habe ich jetzt 105 mm. Man sieht es auch am Foto einfach schön. Da kann man schön Details fotografieren, Porträts, alles Mögliche. So, jetzt hole ich schnell mal Objektive. Ich habe jetzt statt dem Zoom-Objektiv jetzt eine Fixbrennweite. Allgemein Fixbrennweiten sind eigentlich nicht sehr teuer und kann ich wirklich nur empfehlen. Hier sind wir jetzt mal bei 35 mm. Das ist doch noch eher Weitwinkel. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Fotos. Kannst du zu mir schauen einfach? Und der große Vorteil einfach ist von Fixbrennweiten, die haben eine sehr große Blende, das heißt eine sehr kleine Blendenzahl. Das hat hier jetzt zum Beispiel Blende 2. Ich wechsle jetzt mal das kurze Objektiv. Ich habe hier noch einstecken in 50 mm. Allgemein sollte man nicht scheu sein und möglichst aufs Objektiv wechseln. So. Also hier habe ich jetzt ein 50 mm, das hat sogar Blende 1.4. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Fotos, damit man sieht. Allgemein kann man sagen, 50 mm gilt so quasi als Standardbrennweite. Man sagt 50 mm ungefähr das Auge auch. Dadurch wirken die Bilder einfach sehr natürlich. Und allgemein, man kann auch ganz Körperfotos machen mit 50 mm sowie auch Porträt. Also sehr universell. Jetzt habe ich mir noch eine andere Fixbrennweite geholt. Das ist 85 mm. Das ist echt einfach schon ziemlich gut, um Porträts zu machen. Ich mache jetzt einfach auch mal ein paar Fotos. So. Dann mache ich vielleicht einfach mal einen Baum. Das ist ein bisschen genauso gut. Bei dem muss man halt einfach schon ein bisschen weiter zurückgehen. Der Vorteil ist halt einfach auch, wenn man lange Brennweite hat und eine große Blende, sprich eine kleine Blendenzahl, dann wird auch der Hintergrund ganz verschwommen und ja, sieht einfach gut aus. Jetzt kann man mit dem bisschen größeren Kaliber, das ist ja jetzt auch ein Zoom-Objektiv, 70 bis 200, aber halt ein Tele. Und Tele ist halt, wenn man wirklich nah reinzoomt, ja, der Nachteil ist halt, man muss jetzt wirklich schon sehr weit weggehen. Ja, auf jeden Fall, wie man sieht, man muss halt einfach schon ein bisschen weiter weggehen und dadurch muss man teilweise auch schon schreien, damit man einfach die Cosplayer von einem verstehen. Aber ja, es ergeben sich trotzdem coole Effekte und gerade auch von Vorteil, wenn man jetzt einen störenden Hintergrund hat, zum Beispiel Menschen, der wird dann auch eher verschwommen und sieht man nicht mehr. Okay, manchmal als Fotografen muss man selber auch ungewöhnliche Posen eingehen und auch zum Beispiel mal auf einen Baum klettern. Einfach auch, dann kann man auch aus der Vogelperspektive ein paar Fotos machen. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Das war jetzt wieder ein Tutorial. Ich
bedanke mich bei den beiden Cosplayern. Dankeschön. Danke, bitte. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. The voice will shake you in and out and leave you empty as a midnight boulevard. And I will wash away my sad defeats and start this all anew.